Hallo zusammen, hier ist Anouk. Es geht weiter mit Kingdom Come Deliverance. Ja, ich hoffe, diesmal haben wir Herrn Hans genau im Auge, werden ihn nicht übersehen. Ah, er kommt zu sich. Hervorragend. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Nein, wir wollten Möge auf Gott die über dich Jagd. wachen. Worauf wartest du? Dein Herr will auf die Jagd gehen. Ja, das hatte ich doch auch Wirklich? vor. Ein solch namhafter Jäger benötigt Hilfe? Du würdest jene über dir doch nicht verspotten, oder? Oh, keineswegs, ehrenwerter Herr. Nun gut, lass uns spielen, Bauer. Wir treffen uns hier mittags wieder. Wer die meisten Hasen hat, gewinnt. Oh, und falls du keinen Bogen hast, im Lager steht eine Kiste mit alter Jagdausrüstung. Du kannst dich gern bedienen. Schließlich macht es keinen Spaß, einen armen Tor zu schlagen, der keine Chance hat. Selbstverständlich, Herr Hans. Bald wird dir das Lachen schon noch vergehen. Und jetzt dreh mir für ein Weilchen den Rücken zu. Ich kenne ein paar gute Plätzchen und will nicht, dass du sie mir wegnimmst. Ja, dann schauen wir mal. Oh? Wie gesagt, bewegliche Ziele und hier, das ist schon noch mal was ganz anderes. So. Ja, der Rest ist zwar auch verführerisch, aber ich habe keine Ahnung, wir bewegen uns jetzt hier einfach mal ins Grün. Genau, und dann haben wir vielleicht die Chance, so ein bisschen. Ich überhaupt den Bogen ausgestattet? Nö, noch nicht. Dass wir sozusagen von oben nach unten einen besseren Blick haben. So, und jetzt folgendes. Ich habe die Armschiene noch nicht an. Na los, Hasen, wo seid ihr? Kommt, wenigstens eins, zwei, dass es nicht blamabel wird. Tja, wenn nicht, pflücken wir zwischendrin Kräuter. Hallo, Hasen. Ach komm, das gibt's doch nicht, oder? Kommt, das ist doch jetzt echt übel. Och, Heinrich.
Ja, das ist sehr gut. Oh, Heinrich, bitte. Nee, ne? Was denn jetzt? Keine Pfeile mehr oder was? Nein, es ist doch nicht wahr. Oh. Puh. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Och, Heinrich, du alter Fressack, es ist doch jetzt nicht wahr. Du musst dich jetzt hier mal konzentrieren. Also eben, wenn wir das hier erfolgreich machen, gibt es vielleicht Hasenbraten. Aber auch nur dann. Ja, schieß noch weiter weg. Meine Güte. 100.000 Versuche später. Genau, komm uns entgegen gekullert. Sehr schön. Ja, ich möchte plündern. Thank you.
Heinrich, wie kann man denn so viel Hunger als haben? Na gut, ich glaube. Ja, jetzt falsch. Schauen wir überhaupt erstmal, wo das Lager ist. So. Dort. Oh, wie süß. Ihr seid nicht dran. Ich steck fest. Hasenbraten ist angesagt. So, da bin ich mal gespannt. Ich fand uns jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Keinen Fallschaden jetzt hier auch noch. Ja, warte auf Hans. Puh. Ja, dann könnte er doch auch jetzt mal kommen, oder? Hallo? Da läuft noch einer. Aber gut, nein, wir sind ja fair, oder? Nee, wir schießen jetzt keinen mehr. Dort ist er. Wie war die Jagd, Herr? Bei mir lief es ganz gut. Sieh her. Zeig her. Nicht schlecht. Eigentlich ziemlich gut für einen gewöhnlichen Schmied. Sollte es nicht einen Preis für den Sieger geben? Jesus, welch Anmaßung. Ein Diener bittet seinen Herrn um Geld. Aber ich lasse mir nicht nachsagen, ich wäre ein Geizkragen. Also gut. Dein Diener dankt dir von Herzen, mein Herr. Und jetzt komm, lass uns richtiges 100 Groschen, sehr gut. Ups. Heinrich, aufsatteln! Lass uns jagen gehen! Ich bin mir nur nicht ganz sicher, sind wir gut ausgestattet? Ja. Viel mehr haben wir jetzt eh nicht. Ja, aber Mist, ich bin ja total überladen. Ich kann ja so nicht laufen. Oder? Herr Hans. Kann ich irgendwas rauswerfen? Warte mal, hier den ganzen Nahrungskram das fallen lassen. Ja, das ist natürlich super ärgerlich jetzt hier. Oh, auch der gute Käse. Ups, ja, okay.
Okay, jetzt können wir wenigstens... Nee, wir sind immer noch überladen, aber gut. Was kann ich denn sonst noch loswerden hier? Festgegenstände wohl kaum. Ja, wir hätten vielleicht wirklich die Vogelkäfige mal ablegen sollen. Nee. Es muss so gehen. Schmeiße ich halt jetzt schweren Herzens, so dass hier ist, wobei andererseits kommen, dann lassen wir jetzt halt, oh, jetzt habe ich so aus Versehen gegessen, statt abgeworfen, ja. Klasse, jetzt haben wir uns noch vergiftet und können immer noch nicht spurten. Sag mal, wie viel haben wir denn? Zu viel. Gucken mal von der Haltbarkeit. Ist das hier wohl? Nee, es reicht immer noch nicht. Das ist doch nicht wahr, das gute Fleisch. Oh, ich habe auch noch vom Falschen weggeworfen. Ach, was soll's. Bis wir zu Hause sind, ist es eh vergammelt. Ich habe ja gedacht, er nimmt dann die Hasen an sich, aber... Das war wohl ein Irrglaube. Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? Ja, gewiss. Warum denn auch nicht? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? Oh, oh. Sitz zu und lerne. Oh ja, siehst du? Verdammt bin ich gut. Schnauze! Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen Keiler mit einem Pfeil erlegen, solltest du... Scheiße. Ihm nach! Passt! Okay. Auf Heinrich! Dieses Schwein entkommt uns nicht! Heinrich, willst du mal mitlaufen jetzt? Ich... Ja, mit so einer angeschossenen Wildsau
Die hat bestimmt schlechte Laune, wenn wir der jetzt hier begegnen, aber gut. So, hier muss doch Herr Hans irgendwo sein. Ach, dieser Wald ist so schön. Also der macht doch so richtig Laune auf den Waldspaziergang. Was ist denn das? Hans, ist es eine gute Idee, hier rumzuschreien? Da ist er. Und wir hängen am Baum fest, ist ja super. Okay, der kleine Feigling speichert mal wieder, wenn wir das hier können. Okay. Nee, doch, ja. Wartet nur, ihr Eselsärsche! Euch zeige ich's! Wow, Jungs. Ihr schafft's aber auch immer, euch in die Scheiße zu reiten. Danke, Heinrich. Wir verschwinden besser. Komm mit. Aua, aua, aua. Lauf. Wo ist Herr Hans? Ist Herr Hans auch in Ordnung? Aua, scheiße. Wir haben aber auch nichts Gescheites, um uns zu wehren. Den Bogen vielleicht. Also nochmal von vorn. Autsch. Komm, Mann. Ja, so, sind wir wenigstens im Kampf gestorben. Scheiße. Also. 1000 Jahre später. Als allererstes schmeißen wir jetzt hier auch noch sämtliches Zeugs ab. Wie sieht's jetzt aus? Nicht mehr überladen. Okay, der läuft rückwärts. Ja, wenn es schön macht. Wir machen ihn los. Wir verschwinden besser. Komm mit. Ja, Herr Hans, dann gib doch auch Gas, Mensch.
Ja. Wenn man nicht überladen ist, geht's. Ja, Herr Hans, Sie sehen ganz schön scheiße aus. Heinrich? Ja? Ich lasse eine Bronzebüste von dir fertigen, mein Freund. Aber wo warst du so lange? Ach, du weißt schon, Beeren sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen. Du Verrückter! Sie hätten mich fast am Spieß geröstet. Ich finde, es sah eher so aus, als würden sie dir die Jungfräulichkeit rauben. Na hör mal, Mistbauer! Spricht man so etwa mit einem Edelmann? Ah, komm. Ein Edelmann mit gequetschten Eiern, Freund. Jetzt spielst du mit dem Feuer. Ich könnte dich dafür an den Pranger stellen und dir mit meinen eigenen Händen die Eier quetschen. Diese Verletzung sieht nicht gut aus, Herr. Wohl wahr. Diese Kumanenschweine haben mich ganz schön aufgemischt. Und mein blödes Pferd ging durch. Du musst mich nach Hause bringen. Je früher wir von hier verschwinden, desto besser. Wer weiß, wie viele Schurken hier noch umherstreifen. Dann lass uns aufbrechen. Das war Aufregung genug. Wow, ja, da hatten die Jungs mal wieder mehr Glück wie Verstand. Es ist Herr Carpon. Hierher, Leute. Wow. Du da, hilf ihm. Da wird aber auch aus jeder Kleinigkeit ein Abenteuer mit uns zwei Strolchen. Jetzt hat er auch seine Erfahrung mit Kumanen. Wie ist das möglich, Ratzig? Diese Bastarde sind kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanusch. Selbst wenn wir 10-mal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein im Reichslehen umdrehen. Du hast nach mir verlangt, Herr? Tritt ein. Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Und dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht so bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen. Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Herr, ich... Hab Dank, Herr. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans schnelle Genesung an. Steh nicht auf... Jawohl, ja, hoch die Tassen. Vergib mir die Störung, Herr, aber ich bringe dringende Kunde. Was ist los? Gerade kam ein Stallbursche aus Neuhof. Er sagt, Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Es gab viele Tote und Verwundete. Kurva! Erzähl genau, was passiert ist. Ich bin nicht ganz sicher. Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet. Es tut mir leid, Herr. Puh. Dein Vasall Smil ist tot. Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anführte. Nimm so viele Männer, wie du brauchst. Reite nach Neuhof und finde diese verdammten Bastarde. Ja. Und bring mir ihre Köpfe. Ja. Heinrich, ich glaube, den kennen wir. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu Diensten, Hanusch. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer, das muss derselbe Klotz sein, der mich in Scarlets angriff. Es kann keine 2 Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind. Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Ein Pferd? Seine Belohnung für Herrn Hans Rettung. Er wird's brauchen.
Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht's Kommt schon. Ja auch blöd, wenn wir ich der Truppe hinterher joggen müssen, oder? In den Händen des Henkers sehen. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr. Tja, die Feier haben die Jungs sich anders vorgestellt. So, aber an dieser Stelle werden wir jetzt erstmal einen Cut machen. Es bleibt spannend. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bitte abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Daumen nach oben da und ja, beim nächsten Mal brechen wir auf nach Neuhof. Bis dann, alles Gute, eure Anouk.